Wir begrüßen Sie aus der AdaptCare-Zentrale in Bocholt. Ich mich kurz vorstellen darf, mein Name ist Norbert Menke. Ich bin Tierarzt, ich bin Fachtierarzt für Parasitologie und ich bin beratend tätig für die AdaptCare und habe Unterstützung mitgebracht in meiner 11-jährigen Griffonhündin und bin hier, um heute einmal über die Carnosept-Pflegeserie, die Hausapotheke, für den Hundebesitzer zu sprechen und da einige Anwendungen mit Ihnen, Frau Feistel, zu besprechen. Ich bin Darcy Feistel, ich arbeite auch für AdaptCare im Außendienst und bereise mit meiner 2-jährigen American Akita-Hündin Nordosten von Deutschland und wir wollen heute die Carnosept-Produkte mal etwas näher betrachten und uns verschiedene Anwendungsgebiete anschauen und eventuell auch ein paar schöne Anwendungen mit auf den Weg geben, wie man mit 2 unterschiedlichen Hunden gute Pflege zu Hause betreiben kann. Ich kann auf jeden Fall dazu sagen, dass ich Carnosept einfach super finde, weil für jeden Gebrauch was mit dabei ist. Man hat was für die Ohrreinigung, für die Zahnreinigung, für die Hautpflege und was ich ganz wichtig finde, auch wenn Abby erst 2 Jahre alt ist, ich benutze die Produkte schon, weil ich gar nicht erst möchte, dass sie Zahnstein hat oder die Ohren so verdreckt sind, dass sich da Entzündungen bilden können. Eigentlich muss ich sogar sagen, ich würde noch früher anfangen. Also selber natürlich als Tierarzt in der Praxis ist das ein Thema, aber eigentlich als Hundebesitzer auch früh anfangen, früh mit den Hunden schon arbeiten, sie daran zu gewöhnen, dass man eben einmal in die Ohren schaut, dass man sich die Augen anschaut, dass man auch das Maul mal öffnen kann als Tierbesitzer. Das ist für die Pflege und natürlich dann auch Entfernung von irgendwelchen Dingen, die sich dort mal ablagern können, immer wichtig. Ja, also ich meine, man kennt es ja, wenn man zum Tierarzt geht, die allgemeine Untersuchung, da guckt sich der Tierarzt auch die Ohren an, die Zähne an und da finde ich es auch wichtig, dass Abby das auch kann, dass sie stillhalten kann, die Zähne zeigen kann und das hat mir bei der Anwendung der Produkte halt auch wirklich geholfen. Ja, und dass die, sagen Sie ganz, ganz richtig, dass die tierärztliche Sicht natürlich immer dann, wenn es mal in die Praxis geht und wenn dann untersucht werden muss und der Hund sich da nicht sträubt, sondern weiß und kennt, dass da mal in die Ohren geschaut wird oder dass mal ins Maul geschaut wird, ist das natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, da muss jeder für seinen Hund den richtigen Weg finden. Jeder Hund ist unterschiedlich. Es gibt ja vielleicht auch den aufgedrehteren Welpen, der langsamere Schritte braucht oder auch der geduldige Hund, der schon 10 Jahre alt ist, aber alles mit sich machen lässt, weil er seinem Besitzer vertraut. Ich glaube, da kann jeder Besitzer auf seinen eigenen Erziehungsstil vertrauen. Also ich bin ja im Außendienst für AdaptCare tätig und habe auch wirklich alle Produkte immer mit dabei. Erstens, weil ich für Abby einfach eine gute erste Hilfe auch irgendwo bieten möchte, wenn sie unterwegs in eine Scherbe tritt oder Streusalz gestreut wird, weil es friert auf den Straßen. Da möchte ich halt auch meinem Hund den Komfort bieten, da direkt auch agieren zu können. Und ich glaube, das kann Carnosept für mich definitiv leisten. Ja, da sagen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den man da eigentlich sieht. Je nach Jahreszeit sind unsere Hunde unterschiedlichen Herausforderungen gestellt, nicht? Also im Winter mit Streusalz, mit Split, mit Eis, im Sommer mit der Hitze auf dem Asphalt, mit Samen von Gräsern oder von dem Getreide, was in den äußeren Gehörgang gehen kann. Also man hat da über die Jahreszeiten immer mal wieder Herausforderungen, denen man begegnen muss. Da kann Carnosept jeden Hundebesitzer eigentlich nur gut begleiten. Und ich würde sagen, wir können ja mal zeigen, was für Tipps und Tricks für die Produkte so auf Lager sind. Genau, und das schauen wir mal, wie fein unsere Hunde da mitmachen.